Ja, schönen guten Morgen. Hallo Michael, heute wieder bei LinkedIn Live, unserer Serie rund ums Thema 5 vor 12 für Service. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen, heute über das Thema Service-Betriebshandbuch. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass du wieder dabei bist, Elke. Ja, ich freue mich auch. Und ich freue mich auch auf das Thema. Bin ich mal gespannt, was du da erzählen kannst. Ja, hast du denn eine Idee, was so ein Service-Betriebshandbuch ist? Oder sein könnte. Also Handbuch ist natürlich schon mal ein gutes Signalwort. Da könnte irgendwas drinstehen, wo man sich informieren kann, wenn man was machen möchte. Mal so ganz, ganz einfach gesagt. Ja, stimmt. Das Genau. ist ein Service-Betriebshandbuch, ist wie die Bedienungsanleitung für meine Serviceabteilung. Egal, um welchen Service es jetzt geht, ob das Techniker sind, die rausfahren und Maschinen irgendwo warten oder ob das ein IT-Service ist, dieses Betriebshandbuch gibt den Rahmen vor. Da stehen organisatorische Dinge drin, da stehen Prozesse drin. Ja, solche Dinge stehen im Service-Betriebshandbuch. Das heißt, damit ermögliche ich zum Beispiel auch neuen Mitarbeitenden, einfach mal zu gucken, wie läuft es denn hier? Wann muss ich morgens da sein, betriebsbereit? Also da stehen auch so ganz einfache Dinge drin, nämlich, wann ist denn mein Innendienst erreichbar? Ja, 8 bis 18 Uhr zum Beispiel. Sowas. Und da kann auch drin stehen, wie sieht denn das Auto vom Techniker bitte schön aus, wenn der rausfährt? Vom Immer Monteur aufgeräumt. immer, immer aufgeräumt, immer sauber. Sowas kann da drin stehen. Da können auch die SLAs drin stehen, also die Service Level Agreements, die man mit den Kunden hat. Jetzt nicht kundenspezifisch, aber wenn man allgemeine SLAs hat, wo dann drin steht, ein Prio 1 Fall. Prio 1 Fall ist es bei uns, wenn. Und das bedeutet, wir reagieren innerhalb von 15 Minuten, gibt es da einen Anruf und innerhalb von N Stunden haben wir einen Techniker vor Ort, zum Beispiel. Also wirklich dieser alltägliche Betrieb, ich komme morgens rein, was ist als erstes? Anrufbeantworter ausschalten. Also auch solche Dinge stehen da drin. Was mache ich morgens als erstes und was abends als letztes? Anrufbeantworter abhören. Es wäre gut, wenn ich das morgens mache, ja. Ja, genau. Genau. Aber das heißt ja dann auch im Prinzip, also Servicebetriebshandbuch ist jetzt nicht irgendwie so ein Standardwerk, was ich mir irgendwo bestelle oder kaufe, sondern ich muss das schon für meine Organisation auch selber erstellen oder erstellen lassen. Also es ist auf jeden Fall was Individuelles und jetzt nicht irgendwie so ein genormtes Dokument, was ich mir irgendwo runterlade oder sowas. Genau, wir haben wie immer eine Vorlage oder wie oft eine Vorlage dazu, weil wir ja schon mit Kunden häufiger ein Servicebetriebshandbuch erstellt haben. Und wie bei anderen Themen auch, haben wir irgendwann gesagt, jetzt hätten wir mal gerne Vorlage, damit wir nicht überall bei Null anfangen. Und die steht auch bei uns im Shop und auf die kann man auch zugreifen. Und wir benutzen die auch selber, wenn wir mit jemand ein neues Betriebshandbuch erstellen, wenn wir da beraten. Genau, aber erstellen heißt dann tatsächlich schon, also ich muss dann auch aktiv werden als Serviceorganisation. Also es gibt vielleicht dann, wie du sagst, schon Vorlage, also bestimmte Prozesse, klar, sind ja dann auch in Serviceorganisationen ähnlich, aber dann, wenn es in den individuellen Fall geht, dann muss man da schon ja, selber tätig werden als Organisation, nehme ich mal an. Also es macht jetzt nicht die Führungskraft alleine oder so, sondern das wird ja schon eine Teamgeschichte auch sein. Hoffentlich. Ja. Im Idealfall erarbeitet man dieses Betriebshandbuch ja mit dem Team oder mit Teilen des Teams oder verteilt Aufgaben im Team. Ich habe ein paar Beispiele hier auf der Folie. Zum Beispiel, was macht denn bei uns also bei uns im Unternehmen für unseren Service ein gut dokumentiertes Ticket aus? Viele sagen ja, ist ja klar, was da rein muss. Nee, ist aber nicht für alle klar. Und wie sieht es denn bei mir in der Organisation aus? Was muss da drin stehen? Muss zum Beispiel für den Maschinenbauservice drinstehen, wo genau ist die Maschine, an die der Mechaniker muss, an die der Techniker muss. Das ist eine wichtige Info. Dritte Halle hinten links, damit er nicht lang suchen muss. Und woanders ist was anderes wichtig.
Ja, das hattest du ja in dem 5 vor 12 erzählt, als wir über Ticketqualität gesprochen haben, wo du auch gesagt hast, man sollte auch dann reinschreiben, was man gemacht hat und was halt nicht funktioniert hat. Also das Ja, auch, genau. Das auch. der Das auch. nicht, Auch das kann man genau. da im Betriebshandbuch regeln. Genau, also da könnte man ja auch dann reinschreiben, bitte dokumentiere auch, was nicht funktioniert hat. Also was Genau. du gemacht hast und was nicht zum Erfolg. Okay, alles Ja, klar. genau. Dann gibt es ja viele, die auch Zeiten erfassen müssen, um die dann nachher beim Kunden abzurechnen. Und dann ist es gut, wenn im Betriebshandbuch auch drin steht, wie machen wir das eigentlich? In welcher Software? Wie muss das aussehen? Was steht da drin? Und dieses Betriebshandbuch ist auch dazu da, einen Rahmen zu regeln. Was können denn die Mitarbeitenden im Service selbst entscheiden? Die müssen ja nicht mit jeder 5-Euro-Entscheidung zu irgendeiner Führungskraft laufen, sondern bei vielen ist ja auch geregelt, im Rahmen von so und so viel Euro, so und so viel Stunden, so und so viel Euro Ersatzteile zum Beispiel, kannst du zum Beispiel eine Kulanzentscheidung treffen. Also auch das gehört ins Betriebshandbuch. Alles, was meine Standardabläufe sind, gehört ins Betriebshandbuch. Meine Standard Operating Procedures, die SOPs. Also alles, was jeden Tag in meinem Service so passiert und was geregelt gehört. Ja, das ist dann aber vermutlich auch ein Dokument, was halt lebt. Also es ist jetzt nicht dann irgendwann fertig, sondern also es können ja sich Maschinen ändern oder SLAs können sich auch ändern. Genau. Das heißt, ich arbeite auch an dem Dokument weiter. Im Idealfall ja. Es ändern sich ja auch mal Abläufe. Ich habe eine neue Software zur Zeiterfassung oder wir haben festgestellt, ah, wir haben da vor 2 Jahren einen Prozess definiert, das ist aber gar nicht so toll. Wir ändern den Prozess und dann gehört natürlich diese Änderung auch ins Betriebshandbuch. Das Betriebshandbuch ist wie der Kommunikationsleitfaden und wie alles andere, was man so an Handbüchern und Leitfäden erstellt, immer ein lebendes Dokument. Die Zeit bleibt ja nicht stehen. Und habe hier so Beispiele für, da können auch Kommunikationsteile drinstehen, zum Beispiel meine wichtigsten Textbausteine für die Hotline. Wenn die Hotline viel schriftlich arbeitet, können auch die wichtigsten Textbausteine da drin stehen. Rollenbeschreibungen, wie komme ich zu meiner Prio? All diese Regeln, die ich jeden Tag im Service brauche. Ja, dann sprichst du ja von diesen Textbausteinen, die da enthalten sein können. Da frage ich mich dann im Prinzip, wenn ich jetzt so ein Betriebshandbuch erstelle, was ist das dann für ein Medium? Also ist das dann also digitales Dokument, nehme ich mal an, weil man da weiterarbeiten möchte. Ja, wird das dann irgendwie auch dann nochmal in der Organisation hinterlegt, also dass ich auch an diese Textbausteine schnell rankomme? Oder wie löst ihr das oder wie kennt ihr das aus der Praxis? Also einmal habe ich dieses Betriebshandbuch, wo eben mein Tagesgeschäft beschrieben ist im Service. Das ist in der Regel irgendwie digital. Das druckt sich niemand aus und legt es auf den Tisch und guckt vorher nach, was muss ich jetzt tun, sondern das dient halt dazu, einmal die Regeln verbindlich aufzuschreiben. Und dazu gehört auch das Thema Bausteine. Die werden da drin einmal aufgeschrieben, auch beispielhaft. Die Anwendung der Bausteine hängt davon ab, mit welchem elektronischen System ich arbeite. Also wie es da sinnvoll ist, sowas technisch abzubilden. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also Ticketsysteme, die eine Bausteinverwaltung mitbringen, solche Dinge. Das ist dann wahrscheinlich was, was man mit der IT lösen kann. Genau. Okay. Und du hast ja vorhin schon angesprochen, das entwickelt hoffentlich nicht die Führungskraft alleine. Denn das ganze Ding, dieses ganze Betriebshandbuch, mein ganzer Betrieb, der funktioniert am besten dann, wenn meine Mitarbeitenden auch in der Definition der Regeln beteiligt sind. Also wenn ich nicht von oben komme und die Regeln drüber stülpe, sondern sage, Leute, wie wollen wir es denn machen? Und das gilt dann auch für dieses Service-Betriebshandbuch.
Das lebt am besten dann, wenn die Mitarbeitenden dabei waren. Wenn die dabei waren, als es entstanden ist, wenn es so geschrieben ist, auch dass sie es verstehen können. Wenn das echte Tagesgeschäft beschrieben wird, anstatt dass da abstrakte Dinge drinstehen. Wir leben alle am besten mit Beispielen. Können wir am ehesten was damit anfangen. Nichtsdestotrotz können da natürlich auch mit Visio gemalte Prozesse drinstehen. Trotzdem ist immer gut, wenn man das nochmal auch in Textform oder in einer anderen Form, wie es für das Unternehmen gut ist, für die Serviceabteilung gut ist, beschrieben ist. Ja, ich glaube, das mit der Praxisnähe ist einfach wichtig, weil sonst hat man ja oft dann diesen Effekt, ja, da hat jetzt jemand was beschrieben, der kennt sich mit dem Prozess aber gar nicht aus oder Ja. mit dem, was ich da mache. Das ist dann immer so, ja, so kalt geschrieben sozusagen und dann kommt man damit gar nicht zurecht in der Praxis und dann ist natürlich die Frage nach der Akzeptanz dann schwierig. Also Ja. wenn ich dann sehe, ja, okay, da hat jetzt irgendeiner was geschrieben, ich soll das jetzt machen, sehe ich ja gar nicht ein. Sowas zum Beispiel. Richtig. Und soll ich mich jetzt erst durch dieses Schaubild hier kämpfen, um zu wissen, wie ich jetzt entscheiden muss? Da sind ja 7 Ja, Nein, vielleicht Abfragen drin. Das ist mir alles viel zu blöd. Das dauert viel zu lang. Also da ist Praxisnähe gefordert. Und wichtige Prozesse gehören natürlich auch ordentlich in einem Schaubild dargestellt. Und daneben eben ein Praxisbeispiel. Und wir haben ja schon angesprochen, das ist im Idealfall ein lebendes Dokument. Das heißt, es gehört regelmäßig aktualisiert. Entweder wenn irgendjemand auffällt, hey, wir machen das gar nicht mehr so, wie es da drin steht. Oder auch in regelmäßigen Abständen ein Review stattfindet. Ja, Also, das wollte ich gerade fragen, ob ihr sowas empfehlt. Also ob es jetzt ja. tatsächlich, ob jemand beauftragt ist, sozusagen da immer regelmäßig drüber zu gehen oder ob es dann wirklich auch so feste Termine gibt, wo man sagt, jetzt gucken wir nochmal als Team drauf. Ist es das noch oder müssen wir was ändern? Ich finde es ideal, wenn das Team zu einem festgelegten Termin drauf guckt. Wenn der auch ein bisschen vorbereitet wird, mit ein bisschen Vorlauf, damit alle vielleicht für sich reingucken können und schon mal feststellen können, oh hoppla, ich halte mich gar nicht so an die Definition hier. Also auch das eigene Nachjustieren finde ich immer wichtig. Wenn es auch für die Mitarbeitenden verbindlich wird, nochmal reinzugucken. Viele Dinge schleifen sich halt im Tagesgeschäft ein und man macht es gar nicht mehr so, wie man es mal vereinbart hat. Und dann ist gut, wenn da regelmäßig noch mal jemand drauf guckt. Wir haben auch Kunden, die sagen, wir picken uns eine Sache pro Quartal raus, die im Betriebshandbuch beschrieben ist und gucken die an. Also ein Kapitel beispielsweise. Dann gucken wir an unseren Prozess Ticketeingang. Und im nächsten Quartal gucken wir an die Abrechnung für die Monteure. Also dieses regelmäßige Arbeiten auch damit ist natürlich auch wichtig dafür, dass das Dokument am Leben bleibt. Denn sonst habe ich wirklich was, was ich einmal mache und es verstaubt in irgendeinem Ordner. Das Betriebshandbuch, eine hat noch eine weitere wichtige Funktion. Da geht es ja darum, Prozesse und Arbeitsweisen abzubilden. Und dann ist es natürlich gut, wenn die Software, die diese Prozesse unterstützt, also mein Ticketsystem, meine Auftragsweitergabe in andere Abteilungen, die Abrechnungssoftware, die die Monteure draußen nutzen, wenn das genauso abgebildet ist, wie es im Betriebshandbuch auch beschrieben ist. Also wenn ich das wirklich übereinanderlegen kann. Und last but not least, Ja, sehr wichtig. die Chefs, das sind die, die es vorleben müssen, sonst funktioniert es nicht. Und ich war ganz froh früher, ich hatte in meinem Team einen Prozesswächter. Das hat sich so ergeben, weil ich war eine, ich habe das ja alles nicht so oft gemacht und dann habe ich es halt so gemacht. Und der kam dann öfter und hat gesagt, sag mal, haben wir das nicht mal anders vereinbart? Guck mal, und jetzt machst du hier so. Was gilt denn jetzt? Okay, ja. Also auch das kann man machen, dass man
Beauftragte, der war jetzt nicht der ausgesprochene Beauftragte. Dem ist es aber oft aufgefallen, wenn man halt Menschen, je nachdem wie groß auch das Team ist, damit beauftragt, auf bestimmte Prozesse zu achten, ob die denn wirklich so gelebt werden, wie es im Handbuch beschrieben ist. Auch das kann hilfreich sein, um auch die Akzeptanz im Team zu sichern. Und wenn du sagst, das Team arbeitet daran, wie geht ihr da vor, wenn es jetzt um die Motivation geht? Also sind dann alle im Team im Prinzip beteiligt oder sagt ihr, es gibt so eine Art Projektteam oder ist es auch dann wieder organisationsabhängig? Also wie groß die Organisation ist, ob sich das dann lohnt, da auch tatsächlich mit so einem Team zu arbeiten? Da ist Größe ein wichtiger Faktor. Wie viele Leute habe ich denn? Wenn ich in meiner Serviceorganisation 200 Leute habe, dann arbeiten die nicht gemeinsam an einem großen Dokument. Dann halte ich es für sinnvoll, so Expertenteams, Spezialistenteams zu bilden, die dann in Arbeitsgruppen ihren Teil erarbeiten. Und dann trägt man das zusammen und guckt, ob das für alle passt. Und dann bleiben auch unter Umständen diese Teams, oder man sagt halt irgendwann so, jetzt haben wir einen Stand, den wir veröffentlichen können, und dann bilden wir wieder neue Spezialistenteams, wenn der Review ansteht zum Beispiel. Also ein Team Hotline vielleicht, ein Team Abrechnung. Ein Genau. Team Außendienst. Okay. Genau. Also die Akzeptanz herzustellen ist ein ganz wichtiges Element dafür, dass hinterher auch das gelebt wird, was im Handbuch drinsteht. Und da gilt es immer, die Mitarbeitenden ins Boot zu holen. Sonst ist es was, was sich die da oben vielleicht überlegt haben, wie sie es gerne hätten. Das ist aber ja gar nicht praxistauglich. Das mache ich anders. Ja, klar. Ja. Ja, und ich habe ja vorhin schon das Thema Vorlage angesprochen. Wir haben eine Vorlage, auf die man aufsetzen kann. Klar gilt es, die mit Leben zu füllen und nachher ein eigenes Betriebshandbuch zu haben, aber da kann man sich schon mal tatsächlich aufschlauen, wie kann es denn aussehen? Wie kann ich denn meinen Service-Standards einen Rahmen geben? Und da kann man unsere Vorlage heranziehen. Ja, sehr gut. Hast du jetzt eine Idee, was ein Betriebshandbuch für den Service sein kann? Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich habe doch die Vorstellung, dass das sehr umfangreich sein kann. Also, da ist, glaube ich, dann der erste Schritt wirklich dann auch nochmal eine Herausforderung, wenn man vor dem leeren Blatt Papier sitzen würde. Deswegen ist, glaube ich, so eine Vorlage einfach schon mal gut, dass man sehen kann, wie haben das andere gemacht oder wie ist das so zumindest als Vorstruktur irgendwie nutzbar, dass man sich daran tasten kann, weil also nichts ist schlimmer als ein leeres Blatt Papier, wo man loslegen muss. Kenne ich ja selber auch zur Genüge, und ich bin immer froh, wenn ich erstmal gucken kann, wie haben es andere gemacht. Da haben ja andere auch schon mal irgendwie eine Idee zu gehabt. Und wenn ich dann so eine Vorlage hernehmen kann und sagen kann, okay, dann ändere ich die jetzt wild ab, so dass das für mich passt. Genau. Ja, dann ist das das, was ich so im ersten Schwung zum Thema Betriebshandbuch gerne loswerden wollte. Und beim nächsten Mal hast du einen anderen Gast, den Martin Lange. Da geht es dann um das Thema Zeitmanagement im Service. Ist ja auch eine Herausforderung. Jeder Service ist ganz stark fremdgesteuert. Ich kann im Service nur einen geringen Teil meiner Zeit selber verplanen. Den Rest verplanen andere für mich. Und Martin wird was dazu sagen, dass es trotzdem möglich ist, seine Zeit da zu managen. Ja, da bin ich mal gespannt. Also wir haben auch schon eine Herausforderung aktuell in Sachen Zeitmanagement, nämlich einen Termin zu finden für nächste Woche. Also wir sind schon fleißig drin im Thema quasi. Ja, dann guck mal, viel Erfolg. Wir werden einen Termin finden, ganz sicher. Der Experte ist ja mit an Bord, da Ja, kann er genau. gleich mal zeigen.